Backspin. Herzlich willkommen bei Backspin, bei Love and Hate, dem schönsten Format unserer ganzen Podcast-Radio-Ära mit mir, Nico. 12 Finger Dan und Boogie Down Bass. Yeah. Dem Format, in dem die beiden alten Säcke mal darüber reden, also mit mir alten Sack, warum das vielleicht alles nicht richtig und manches vielleicht sogar falsch ist von dem, was da draußen im Hip-Hop-Kosmos passiert. Deswegen bringen die beiden immer jeweils 2 bis 4 News mit oder Themen, die sie spannend finden, über die wir diskutieren werden, um sie vielleicht in einen Kontext zu bringen in der Ära der heutigen Musik, die sich aus Hip-Hop entwickelt hat, denn da geht es ja meistens schon mit los. Und so wird es auch diesmal sein. Das erste Thema, das wir haben, da können wir dann gleich ein kleines bisschen Eigenwerbung für euch beide machen, wird nichts sein, worüber ihr viel Kritik äußern werdet. Da gehe ich im Moment von aus. Ja, wir haben sehr viel Eigenwerbung schon betrieben. In der letzten Folge, falls ihr es gehört habt, habe ich bei Milk Crates ein Soul Brother Moment der Wahrheit Special rausgehauen. So heißt nämlich auch unser Album Moment der Wahrheit. B-Bass und ich, wir haben ein neues Album draußen. Haben die Beats produced. Haben das Meilenstein-Ding von Gangsta. Meilenstein-Ding, kann man das sagen? Ja, kann man schon sagen. Ja, genau. Erklärt mal, warum der Name und was die Basis dahinter ist. 20 Jahre altes Album. 20 Jahre altes Album. Wir wollten mal was Neues machen. Wir haben uns mal überlegt, wir machen mal nicht das Gleiche wie zuvor, sondern mal was anderes, wo wir... Mal ein Konzept hinter. Ja, so ein richtiges Konzept von A bis Z. So ein richtiges, so ein Nerd-Ding. Und wir hatten irgendwie schon immer Bock auf das Album. Moment of Truth ist eines unserer Lieblingsalben of all time. Und primär auch einer unserer Lieblingsproducer, Guru eigentlich, unser Lieblingsrapper, Rest in Peace Guru nochmal an dieser Stelle. Und wir haben uns dieses Album gegriffen und haben uns gedacht, was können wir jetzt machen, um dem Album mal ein bisschen zu huldigen. Und wir haben uns gedacht, lass uns mal die Samples, die Primo benutzt hat, auch flippen, aber in anderer Form. Oder vielleicht sogar die Samples nicht benutzen, die er benutzt hat. Mal gucken, was die Original-Songs sonst noch so an Sample-Futter bieten. Genau, sollte man nicht immer so, die gleichen Samples, ich meine, so ein Song. Primo greift auch auf irgendwelche ganzen Songs zurück, wo sich was rauschoppt. Und genauso haben wir es auch gemacht. Ja, so ein Soul-Song ist nicht genauso lang wie alle anderen Musikstücke auch. 3-4 Minuten und dann gucken, was der Song noch so hergibt. Das war so unsere Herangehensweise. Genau, und wir wollten halt das komplett auf Deutsch machen, deswegen heißt es auch Moment der Wahrheit. Und es sind ganz viele Independent-Deutsch-Rapper drauf. Von Surprise über Pacino, über unsere Jungs von PJ, über David P., Mackie Berlinuts. Aber David P. ist vielleicht auch der. David P. ist vielleicht auch der. Ich glaube, das war auch das erste Video, das er ausgekoppelt hat, der dann auch so. Die anderen sind ja noch recht aktiv im Hintergrund. Der ist ja schon älter als das Album, über das ihr da gesprochen habt. Das heißt wahrscheinlich vom Mindstate auch noch mehr näher dran an dem, was ihr selber auch so mit verkörpern wollt. Und dafür auch eine Oldschool-Legende. Das finde ich dann auch fast umso schöner, wenn man sieht, dass die Jungs auch, also egal wie viel ihr vielleicht, also ihr habt ja nicht tagtäglich mit denen zu tun, sondern so ein Album dafür führt, dass sich alle irgendwie darauf einigen können, okay, ein Klassiker, das was machen. Genau, für uns war es halt wichtig, dass die Rapper auf dem Album halt auch den gleichen Film fahren wie wir und auch Bock auf das Ding haben und generell halt auch Gangster geil finden. Das ging natürlich, der Vibe muss stimmen. Also wir haben so ein bisschen geguckt und Leute angeschrieben und kontaktet und wenn, da merkt man ja auch so ein bisschen im Dialog, wenn man mit den Leuten hin und her schreibt, telefoniert oder sonst was, dass ob der Vibe zu dem Thema, zu der Musik, zu dem, wie wir Hip-Hop sehen oder die Hip-Hop-Musik sehen, ob das ähnlich ist und dann passt das auch so. Genau, ihr könnt es auf jeden Fall euch reinziehen, ist jetzt raus draußen bei hhv.de, Hip-Hop-Vinyl. Auf Vinyl auch schon? Ich meine, das ist halt die wichtige Sache. Ja, ne? Vinyl kommt im Mai. Da haben wir letzte Woche die Testpressung bekommen. Klingt sehr gut. Und ja, aber überall Spotify und digital am Start. Jetzt schon am Start? Steht jetzt schon am Start. Ist das eigentlich für euch schmerzhaft, wenn ihr sowas auf Spotify und so raushaut? Oder ist das auch ein logischer Schritt? Ich meine, am Ende seid ihr ja zweifelsohne Vinyl-Liebhaber und ihr macht ja vieles von den Sachen eigentlich auch immer aus Liebe zum Spiel und damit natürlich dann vielleicht auch für den Sammler. Ja, aber ich glaube, man sollte sich da soweit nicht verschließen, den Markt, der da ist. Also ich glaube nicht, dass wir Musik machen, wo wir jetzt extrem die Millionengewinne einfahren mit digital Downloads, aber wir bieten das eben auch an. Denke, das macht sehr viel Sinn. Ich glaube, wir würden aber keine Musik machen, die jetzt rein digital online vertrieben wird. Da würde uns schon das Herz bluten. Also wir müssen schon gucken, dass unsere erste Wahl bleibt Vinyl. Werden die durchnummeriert? Das habt ihr bei irgendeinem anderen Ding mal gemacht. Ne? Ja, bei unserem ersten Album. Ja. Nee, die sind nicht durchnummeriert. Nee. Schade, aber kriege ich trotzdem eine Widmung drauf, ne? Ja, wir machen dir deine 77 wieder, klar. Ja, genau, ich meine 77 wieder. Ich finde es, ich muss auch sagen, eine sehr schöne Sache am Ende des Tages. Denn ich komme ja aus der gleichen Sozialisierung. Auch dieses Album ist eins von meinen, wahrscheinlich, auf jeden Fall wahrscheinlich 5 Lieblingsalben, die ich in meinem Leben so hatte. Ja. Ich würde auch sagen, das ist ja dann immer so ein bisschen subjektiver Punkt, aber Guru und Premier auf dem Höhepunkt.
weil es auch in der Masse so viele Leute erreicht hatte und so, ja. so einen Einschlag hatte und insofern auch sehr schön gewählt. Ist es denn aber so damit abgeschlossen, solche Dinge zu machen, oder ist auch irgendwie der Hunger geweckt worden? Weil ich meine, das, was ihr gemacht habt mit den Beats, das ist ja schon echt nerdig und ist auch ganz spannend, weil manchmal erkennt man das Original, manchmal braucht es ein bisschen länger, bis man irgendwie sich eine Brücke bauen kann, aber keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine witzige, für uns, oder interessante, spannende, witzige, wie auch immer man es nennt, Herangehensweise zu sagen, man ist ja auch beschränkt. Das ist auch für die Rapper, ist es irgendwann, wird es auch schwierig, dann immer die richtigen Leute zu finden, die dann auch immer auf den Beat flashen. Ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie, es gibt viele Produzenten, die schicken dann dem Rapper irgendwie 100 Instrumentals, da soll er sich was picken. Und den nächsten Rapper, den schickt man wieder 100 und den nächsten kriegt man wieder 100. Oder ich meine, wir verschicken sowieso nur eine Handvoll Sachen immer, aber wir hatten halt 15 Instrumentals zur Auswahl und die wurden natürlich, mit jedem Pick wurde die Auswahl geringer, wo am Ende dann nur noch irgendwie wir den passenden für das letzte Instrumental den richtigen Rapper finden mussten. So. Habt ihr denn irgendwie, was den Prozess angeht, so gemerkt, dass die Leute auch sofort geflasht waren auf das, was ihr da, also alle Rapper, die ihr dabei hattet, dass sie geflasht waren auf die Idee? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, wie gesagt, auch schon darauf geachtet, dass die Leute so den gleichen Film fahren. Natürlich, wie es meistens so ist mit einigen Rappern, dauert es dann halt doch ein bisschen länger, bis die dann halt ihr Stuff delivered haben. Aber so von der Grundeinstellung sind wir auf jeden Fall mit allen cool. Passt ja ganz gut, glaube ich. Wir hatten auch natürlich den einen oder anderen Rapper, der nicht gesagt, das ist scheiße oder so, aber gesagt, der hat den Draht nicht dazu gefunden, weil vielleicht das passende Instrumental dann doch nicht mehr dabei war für ihn. Oder sagt, das fühle ich dann. Aber dann das halt, Projekt fühle ich so, aber irgendwie da ist nicht der richtige Beat für ihn da. So. Ja, dann halt vielleicht beim nächsten Mal. Genau, ich meine, das schreit auf jeden Fall nach einer neuen Idee für irgendwas. Irgendwas wird ja auch nochmal 20 oder 25-jähriges Überleben feiern. Super. Aber erstmal das hier und damit für alle Sammler und Liebhaber da draußen. Also auch bei Spotify könnt ihr schon anhören. Gebt dem Ganzen eine Chance, hört es euch an. Ich persönlich habe auch schon meine Highlights darauf. Am Ende sind nicht alle Nummern, so wie sie entstanden sind, jetzt voll mein Geschmack. Das muss ich leider auch an der Stelle direkt ehrlich sagen. Aber ein paar Nummern sind dafür auch richtig krass gut getroffen. Und das hat mich dann auch immer wieder so an den Klassiker erinnert. Und finde ich, gibt dann auch der heutigen Musiklandschaft, worüber wir oft genug hier reden in unserem Kreislauf, einen unheimlich schönen und sympathischen Note mit dazu. Das kann ich mal rein als Journalist, Musikkritiker mal mit Zuckerbrot und Peitsche euch mal ganz kurz sagen. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen davon ausgesucht. Ja, ich habe Moment of Truth, beziehungsweise, jetzt sage ich schon Moment of Truth, Moment der Wahrheit. Ich bin noch voll auf dem Gangster-Trip. Moment der Wahrheit, ich spiele es nochmal ganz aus, oder ich versuche es ganz auszuspielen, weil ich habe es in der letzten Folge, Backspin FM, Milk Crates, leider nicht geschafft, den Song noch anzuspielen, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat. Ja, ich bin gespannt drauf. Genießt den Song Moment der Wahrheit. Auf Vinyl kommt es im Mai. Dann solltet ihr zuschlagen. Bestimmt wieder in einer limitierteren Auflage, sodass man es sich schnell besorgen sollte. Ich nehme die Nummer 77, die einzige, die nummeriert ist wahrscheinlich. Und jetzt hören wir Moment der Wahrheit. Von Surprise. Yeah. Love and Hate. Let's go. Mehr Hits, baby. Yeah, yeah. Love and Hate. Backspin, baby. Mit Nico. 12 Finger Dan. Bass. Yeah. Alle wieder da. Und das war die kleine Werbephase in unserem wunderschönen... So, Brother, Moment der Wahrheit. Kauft es, tut es, downloadet. Ja, muss man es aber auch machen, finde ich, weil, ich meine, dazu sind wir auch am Ende hier und dazu bezieht ihr so viel Stellung in jeder Folge, dass am Ende irgendwann nochmal geklärt werden muss, wie denn das sich anhört, was ihr macht. Und jetzt können die Leute sich an euch und eurer Musik reiben und sich Gedanken darüber machen, ob sie das denn gut finden, was ihr da an Musik macht, um dann zu verstehen, was ihr über die Themen sagt. Genau. Boom. Neues Thema. Da muss ich nochmal hier mit der Axt wieder einen reinknallen. Vorhin hattest du gesagt, wir reden ja immer über Musikthemen. Nein, reden wir ja gar nicht. Wir reden ja auch über sehr viele Themen der Hip-Hop-Kultur. Und über Graffiti ist auch immer oft ein gutes Thema gewesen. Jo. Und immer gibt immer sehr viel drüber zu reden. Und das ist auch das nächste Thema. H&M hat der ein oder andere schon mitbekommen, hat sich wieder so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil es da so einen Shitstorm gibt aus der Street-Art-Szene, dass so ein 10-Sekünder Werbespot über irgendeine Sportlinie von H&M im Hintergrund, wo das Video gedreht wurde, sieht man so ein Street-Art-Graffiti von Reebok, so ein relativ anerkannter Street-Art-Graffiti-Sprüher. New York, Williamsburg war das? In Williamsburg wurde das gedreht und das Einzige, was man ein bisschen rausgefunden hat, dass natürlich
wie man auch irgendwo Videos dreht, selbst ne, ich und Dan, und wir haben unsere Soul Brother Videos und wer auch immer Videos dreht, die suchen sich eine coole Location, das könnte gut passen. Ich glaube, da rennt man nicht sofort los und guckt mal, was ist das für ein geiles Graffiti, wer ist das, müssen wir um Erlaubnis fragen. Es wurde wohl nicht um Erlaubnis gefragt, dass man den Hintergrund oder das Street-Art-Ding von Revok benutzen darf als Hintergrund-Flavor und Revok hat dann irgendwie die Unterlassungs- Erklärung irgendwie über seinen Anwalt, wollte das halt den Videospot verhindern. Und da gab es dann halt so ein Hin- und Her-Gebäsche. Und von H&M, ganz interessant, die haben dann so ganz brutal eher so mit der Axt irgendwie geantwortet, wo du gesagt so, wieso willst du uns verklagen? Da ist ein illegales Graffiti oder ein illegales Street Art. Was ist denn das jetzt an Urheberrechtsverletzungen oder so, wenn man jetzt irgendwie sich irgendwie vielleicht einen teuren Benz holt und den da hinstellt und nicht Mercedes-Benz fragt, ob das cool ist? Aber bei so einem, da gibt es halt so ein Hin- und Her-Gebäsche, so ein bisschen so Streitigkeiten, als ob das auch in der Szene, ist das cool, ist es nicht cool und ist das eine Urheberrechtsverletzung, wenn man irgendwie illegales Graffiti benutzt für Werbezwecke und sowas. Fand ich so ein bisschen spannend auch im Netz, also die eine oder andere Meinung da einzufangen. Nico, hast du das verfolgt eigentlich so ein bisschen? Ja, voll und ganz. Ich habe gedacht, du kommst jetzt auch auf irgendein Grundfazit bei der ganzen Veranstaltung, weil ich hätte einige Fragen, die ich in den Raum werfen würde. Na, mein Grundfazit ist, ich finde, ich glaube im Vorwege, das wirft so 1000 Fragen auf. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht so, ey, da ist mein Video im Hintergrund, ich check mal meinen Anwalt, ich will da Geld für haben. Die Fragen stelle ich gleich. So, ich will deine Meinung hören. Meine Meinung ist allgemein erstmal, ich glaube auf beiden. Bist du H&M oder bist du Sprüher? Ich bin eher neutral. Ist das schlimm jetzt? Nee, super, weil nämlich genau das ist nämlich die Frage. Du? Ich bin geteilter Meinung. Danke, und das ist nämlich genau das Problem an dieser ganzen Veranstaltung. Es ist H&M und es ist ein Sprüher. Und normalerweise pauschal jeder von uns aus dem Kosmohaus sofort Sprüher und ihr seid Hurensöhne. Und ich habe auch ganz viele von diesen Effekten mitgekriegt. Das sind so zwei Welten, gerade, ne, die aufeinander prallen. Gerade so, aus der Sprüher-Szene, auch vollkommen nachvollziehbar. Die Hurensöhne wollen unseren Scheiß benutzen, fickt euch ihr Arschlöcher. Außerdem ist H&M ein Arschlochverein, weil die haben ja auch das mit dem Kind und so gemacht. Genau. Also hätte H&M hat halt echt, greift echt mies in die Arschlochkiste im Moment für Promo oder für PR. Also das muss man auf jeden Fall sagen, die tun sich keinen Gefallen mit keiner dieser Aktionen. Also sag ich mal so, hätte jetzt irgendwie Primo mit Royce 5'9 das neue Video irgendwie mit Prime irgendwie vor dem Ding gedreht, dann hätte Revok irgendwie hätte das abgefeiert und sagt, geile Nummer. Und da prallen halt so eine Welten aufeinander, wie du schon sagst. Bei mir kam so eine Erinnerung hoch, es gab ja diesen Fall, wo Lord Finesse Mac Miller auf 10 Millionen Schadensersatz verklagen wollte, weil Mac Miller ein Instrumental für sein Mixtape nicht geklärt hatte, aber Lord Finesse den Sample für sein Beat auch nicht geklärt hatte. Also es ist so ein bisschen so eine ähnliche Konstellation, wo ich dann auch so denke, ja, also selber klärst du das nicht. Okay, als Graffiti-Artist, klar, wenn du ein illegales Piece malst, dann... Ja, generell, wenn es... Ne, so geht das so in die gleiche Richtung für mich? Ja, voll, da bin ich voll bei dir. Gesellschaftskritisch gegen die Gesellschaft. H&M steht natürlich komplett für den Mainstream, für die Gesellschaftsfähigkeit. Da ist natürlich so ein Clash. Guck mal, aber dann jetzt müssen wir uns mal ganz kurz im Detail überlegen, worum es geht. Was macht H&M denn da? Oder ich meine, das ist alles, die Klage ist ja zurück, glaube ich, am Ende jetzt gezogen worden. Die wissen gar nicht, was sie da, die haben da nicht... Doch, aber mach dir mal, lass mal genau, ich nehme das mal kurz auseinander. Kleiner Monolog. Die haben das ja, glaube ich, zurückgezogen. Insofern ist es ja, glaube ich, irgendwie, die wollen sich einigen und sowas alles. Aber der erste Impuls war, okay, du sagst, wir dürfen dein Piece nicht benutzen für unsere Werbekampagne, also mit anderen Worten auf einem Foto oder so im Hintergrund, weil du Urheberrechte daran hast. Wir klagen dagegen, dass wir es benutzen dürfen. Im Prinzip steht H&M für jeden, zum Beispiel Fotografen auf der Welt. Was hätte das bedeutet? Was würde das bedeuten, wenn der Künstler Recht kriegt? Dass dann jeder ankommt und jeder Graffiti-Maler Kasse machen möchte. Kein Fotograf darf mehr irgendwas fotografieren, genau, weil im Hintergrund irgendein Piece sein könnte. Ist das jetzt im Sinne der Kunst? Ist das im Sinne der Kunstfreiheit? Nein. Also ist das Verrückte an der ganzen Geschichte in meinen Augen, dass H&M eigentlich ungewollt, weil sie eigentlich auch wieder einen Arschloch-Move machen wollten so und Typen sagen sollen, schon, ne? Fick dich, eigentlich da was für die Kunst und für die Freiheit tun. Andersrum, der Künstler aber, der ja eigentlich Inbegriff von dieser Kunstfreiheit ist, sie gerade selber ficken will, dadurch, dass er sie verklagt. Aufgrund der Tatsache, dass er sich aufgrund der Marke, die da mit ihm arbeiten will, nicht wohlfühlt.
Und wie du schon sagst, wenn das Nike gewesen wäre oder wenn das, dann hätte er es wahrscheinlich cool gefunden, hätte ein paar Turnschuhe gekriegt, weil es H&M ist, das ja. sind ja die mit dem Pullover. Wie gesagt, die ja. machen genug Scheiße, müssen wir nicht drüber reden. Dann ist es auf einmal Kacke. Und das fand ich an der ganzen Geschichte interessant. Das ist so wie freie Meinungsäußerung, die, ist, da, sondern die man so einschränken ist auch ein bisschen möchte, so. In die Five Points Richtung, ja. Alter. Du, ey, Digga, du da habe ich sofort dran gedacht, so, also an die Five Points, dass da die Künstler sich da quasi Gelder schleichen wollen. So wofür, wo kommen wir denn da hin, Alter? Ich meine, also ich bin Freund der ne, der Kultur, dieser Kunst. Ich bin auch für das Bemalen von Zügen. Ich feiere Razer für jeden scheiß ICE, den er gerade schöner macht. Das ist wunderbar. Aber, Alter, dann auf einmal die Cash... Kuh da drin zu sehen und jetzt auf einmal dann auf Künstler zu malen. Dann mal die Scheiße an Leinwände und verkauf sie. Das ist, ich meine, man sollte sich freuen darüber, ne? Dass man irgendwie, man, H&M hat natürlich einen schlechten Ruf, aber ich meine, ich freue mich auch über jedes Plattencover, jedes Video, wo ich Graffiti drin sehe oder Street Art drin sehe und sag so, da wird irgendwie doch auf irgendeine Art und Weise so die Kultur gefördert. Natürlich, ja, voll, Mann. Ob der Hintergrund, ob die Leute genau schnallen, was sie da mit in ihr Video reinnehmen, okay, kann man sich tausend Jahre darüber streiten, dass sie sich da nicht so nerdmäßig mit auseinandersetzen. Aber wenn sie unbewusst cooles, dopes Zeug oder Street-Art-Graffiti irgendwie verwenden, kann man eigentlich nur froh darüber sein. Die Frage ist ja, aus welchem Impuls malt ein Rider ein Piece irgendwo an der Wand? Illegal. Warum? Der repräsentiert auch nur seinen Namen. Seinen Express genau. yourself. Warum? Weil er will, also das ist jetzt meine vielleicht dann etwas eher von außen guckende Sicht, aber weil er sich seinen Namen präsentieren will, weil er den in die Welt hinausbringen will. Ja. Das heißt, es ist an einem Ort, wo er gar nicht die Kontrolle darüber hat, wer sich damit jetzt auseinandersetzt. Wenn irgendein Nazi seinen Peace fotografiert, weil das cool wird und das seine Instagram-Story packt, ja. ist er sicherlich nicht glücklich darüber. Oder wenn er eine Stunde später gecrossed wird von irgendjemand anderem, aber das weiß er auch nicht. Kann er deshalb den verklagen? Nee. Das ist der falsche Weg, einfach so. Also ja. das ist ein falsches Zeichen setzen da irgendwie so. Ich glaube, da ist so Fingerspitzengefühl auf beiden Seiten, hat da nicht so, vielleicht das war so eine Holter-die-Polter. Voll, am Ende auch H&M, ich meine, der nächste Trottel-Move, also ganz ehrlich. Also ja. wenn du irgendwie der Marke was Gutes tun willst, dann benenn sie um. M&H ab jetzt oder so. H&M hatte auch noch so einen kleinen Shitstorm, auch nochmal zwischendurch, nachdem was mit diesem Fabian Kind war. Da haben sie auch auf irgendeiner Kindersocke, wo irgendwas, in so ein Lego, weiß ich nicht, irgend so ein Lego-Figur hat irgendwas gezeichnet und das sah dann so, also andersrum aus, stand dann irgendwie Allah drauf oder so. Irgendwie so, ich kenne das nicht mehr ja, so ganz zusammen. Ja, das habe ich auch noch im Auge. Das war auch so ganz kurz in den Medien und dann hat H&M auch schnell reagiert, hat dann die Socken irgendwie aus dem Verkauf genommen. Und was ich mir die ganze Zeit überlege, Alter, was für Köpfe rollen da die ganze Zeit? Wenn ich H&M, ja. H&M Chefetage bin und der PR-Mensch, also das geht schon bei diesem Foto los, ja. bei dem ersten Foto und dieser, ja. das ist durch 100 Instanzen gegangen. Eigentlich musst du die alle köpfen, wenn du da drüber stehst, um erstmal den, jetzt diese PR-Sache, Alter, wer hat diese Klage ausgerufen, Alter? Also das ist, also ne, die müssen auf jeden Fall was machen, trotzdem der Move nicht clever und ich finde dann, es wird auch irgendwann illegales Graffiti zu Mainstream und zu random, wenn du jetzt auch noch anfängst Preisschilder dran zu hängen, mhm. angefangen bei Five Points und bei solchen Aktionen. Ja. Also Jungs, macht lieber weiter Action. Und freut euch, dass es in die Welt hinausgetragen wird. Genau, ja. ballert die Stadt voll und wenn da das irgendwo ist, dann nehmt es mit Respekt. Fehlt da am Ende der 10 Sekunden des Werbespots auch irgendwie ein Background-Piece oder bei Revok. Fehlt hat es einfach nur gefehlt. Fehlt ist es jetzt drin. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur ein kleines Honorar haben und darüber kann man ja vielleicht am Ende noch reden. Aber nicht klagen. Ja, also, passender Song dazu. Oh, jetzt bin ich. Der Lange. Nee, obwohl wer wow, ja, nicht schlecht. Der Lange, ein englischsprachiger Song. DJ Melrock featuring Buku One. Beautiful Crime. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Nee, ich glaube, sicher. Ja, ich habe so meine Graffiti-Songs durchgegangen. Aber ist egal, spielen wir doch mal. Ich spiele ja immer die gleichen Songs hier. Jedes Mal Graffiti, gleichen Song. Nicht jede Woche unser Gelaber sich reinziehen. Ja, hatten wir den schon mal. Das würde mich mal echt interessieren, ob es echt Jungs gibt, die ganze Zeit am Ball bleiben und euch zu und vor allen Dingen auf eurer Seite sind. Das würde mich mal interessieren. Also schreibt mir. Ich möchte mal wissen, wer hier auch Team da und Team Base ist. Pass auf, der uns schreibt oder die uns schreiben, unter den Einsendungen verlosen wir einmal das Moment der Wahrheit Vinyl. Okay. Als Dankeschön für die ganze... Also ich habe schon Feedback bekommen, ne? Wo es hieß so, ja, wir freuen uns jedes Mal, wenn Love and Hate kommt. Siehst du, so soll es sein und darum machen wir die ganze Scheiße hier. Auch wenn also, der Song schon mal lief, Beautiful Crime, ne? Ja, DJ Melrock, mach mal deine Hausaufgaben besser, dann nächstes Mal gibt's ja lange. Also bis gleich, genau. Max mit Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Hier, immer noch da. Hat einer von euch eigentlich was von H&M an irgendwie? Hoodie, Hose, Unterhose.
Ja, komm. Ich habe ein H&M-T-Shirt an. Ich nicht, nee. Die haben nicht meine Größe. Das ist ganz lustig. Nicht. Das ist ganz lustig. Ich habe. Da sehe ich aus wie so ein Trap-Dude, wenn ich H&M-T-Shirts anziehe. Das übrigens, da habe ich mir übrigens auch eine Frage gestellt. War ich jetzt eine Überleitung, aber da habe ich geschnallt. Pass mal auf, Nee, es ist ja noch der Abschluss, da kann ich auch noch eins zu sagen, weil ich das ganz interessant fand, dass natürlich alle verständlicherweise sich aufgeregt haben und gesagt haben, ja, mit der Marke will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, Skandal, Arschlöcher, so, was ja auch im Prinzip alles stimmt. Ne? Jetzt gehe ich zu Zara. Noch schlimmer. Noch mehr Kinderarbeit. Ich weiß halt nicht, ob das am Ende im Detail einen Unterschied macht. Aber das nur am Rande. Aber ein Unterschied macht oh, es. Jetzt. Wenn du jetzt ein aufstrebender Rapper bist und Millionen verdienst und etwas an die armen Gemeinde zurückgibst. Oh, oh Übergang 1+. Ich fange an, meine Tränen. Meine Tränen. Es klappt, die Übergänge funktionieren. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Bruder. Jungs, ich habe ein positives Thema zu einem Trap-Rapper mitgebracht. Was vollkommen neu ist, gab's noch nie. Müsst ihr euch auf jeden Fall rot im Kalender anstreichen. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, um ehrlich zu sein. Welche Tabletten hast du heute noch nicht genommen? Die heißen 6ix9ine und Vorname Tekashi. Heißt das so? Tekashi? Muss man gucken. Erinnert mich an irgendwie Sushi vom Wochenende. Kurzer Break. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Mal mehr, ein DJ Shortcut war vor kurzem hier in Hamburg. Gruß an Shortcut. Stimmt, der war auch hier, ne? Der war auch hier in Hamburg bei uns, hat uns besucht und der hat mir irgendwas von dem Typen erzählt und ich dachte so, okay, alles klar, der sieht ja noch bunter aus als alle anderen und dachte, ja, okay, musikalisch nicht wirklich was Geiles aus unserer Soul Brother alte Boom-Bap hängengebliebenen Sicht, aber er hat eine coole Aktion gebracht. Ich fasse das mal kurz zusammen, er war in der Dominikanischen Republik und hat dort ein neues Musikvideo gedreht für seine aktuelle Single, die heißt GED oder Get, ich habe keine Ahnung, Nico, weißt du, wie das ausgesprochen ist? Das war sie, okay. Auf jeden Fall hat er dort ja so ein bisschen wieder die Armut gesehen. Er ist ja selber Latino und hat dann gesehen, ja, wie arm die Leute sind, wie wenig die einfach zur Verfügung haben. Und er ist ja auch mit sehr wenig aufgewachsen. Er kommt eigentlich aus Brooklyn. Und hat dort eigentlich auch, ja, einfach nur von der Hand in den Mund gelebt. Und hat dort dann angefangen, bei diesem Videodreh in der Dominikanischen Republik Geld zu verteilen an die armen Leute. Er ist dann, ja, auf den Trichter gekommen. Es gibt ja doch auch noch sehr viel arme Leute auf der Welt und ich verdiene genug, also gebe ich jetzt erstmal wieder was zurück. Und er selber ist zwar kein Dom-Rapper, aber er hat gesagt, wir Latinos müssen einfach zusammenhalten. Und das finde ich einfach eine super gute Geste, die auf jeden Fall von uns mega viel Love verdient. Auch ähnlich wie Drake es war mit seinem Video, wo er auch ganz viel Geld verteilt hat, anstatt die Produktionskosten damit zu decken fürs Video, ist er halt rumgelaufen und hat dann das Geld verteilt an die Bedürftigen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also ich finde, alle Rapper da draußen sollten immer irgendetwas Gutes tun. Sie müssen es nicht immer an die Öffentlichkeit tragen, aber macht einfach was Gutes. Doch, ab und zu ist das, glaube ich, ganz hilfreich, wenn es an die Öffentlichkeit getragen wird. Es gibt ja Sätze, Impulse und manchmal ist so der ein oder andere zögerlich. Generell sowieso, wer genug hat, wer genug verdient. Ich meine, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wer genug hat, sollte irgendwie das auch verteilen an die richtigen Spots. Irgendwie, ich weiß nicht, was die fünfte Rolex und die sechste in der Schublade braucht man nicht. Ja. Von daher kann man ruhig auf der Welt was Gutes tun mit der Kohle, die man verdient. Und na klar, es gibt, glaube ich, sehr viele tausende Leute, die viel Geld verdienen, ob der Showbiz-Branche, die Gutes tun mit ihrem verdienten Geld oder ja. Der arme oder der Normalbürger, der irgendwie jeden Monat an WWF irgendwie seinen Scheck irgendwie überweist. Das ist so oder so, ist immer eine coole Sache. Und nach öffentlich ist es auch immer gut, meiner Meinung nach, um Impulse zu setzen. So. Ja, man sollte es nur nicht öffentlich machen, um sich irgendwie besseres Licht darstellen zu lassen. Ja, genau. Also, weil dafür wird ja auch leider der Rapper 6ix9ine so ein bisschen teilweise verurteilt, dass sie sagen, ja, du machst das ja nur, um dein Image irgendwie auch zu polieren, weil sie ihn ja als vollkommene Lusche darstellen. Und, ja, das ist auch alles so ein bisschen so ein Thema bei dem gerade, ne? Also, ich muss gestehen, dass ich nicht ganz so tief in allen Fakten und Infos um ihn drum bin, habe aber halt auch diesen ganzen Twist mitgekriegt, dass er sich halt schon auch sehr daneben hart, ja, also erstmal daneben benimmt, aber dann auch sehr hart und sehr from the streets darstellt, dann Game ihn öffentlich dafür anzählt und ihn ein bisschen lächerlich macht, dann aber jetzt, ich glaube, relativ aktuell jetzt auf 50 Cent ihm wiederum zur Seite springt und in der Mitte halt ein junger 18-Jähriger, bunte Haare haben, das Gesicht face-tätowierter Jüngling, der so oder so bei dem,
Lifestyle und dem, wofür er musikalisch steht, auf jeden Fall nicht alle Latten am Zaun hat. Also, und das ist jetzt vielleicht noch nicht mal böse gemeint, aber dann die Aktion zu machen, die ist in der Intention sicherlich gut, wollen wir ihm nichts Böses, aber es ist, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Da ist mir dann andersrum Drake, der bei God's Plan dann es richtig auf die Kacke haut und sagt, ich habe $1 Million fürs Video gekriegt, die verschenke ich. Dem nehme ich das ein bisschen mehr ab und selbst ihm wird ja auch vorgeworfen. So, es stimmt schon. Wenn man Gutes tut, soll man nicht damit prahlen oder sich nicht damit profilieren, aber $1 Million inszeniert in einem Video öffentlich verteilen, fühlt sich trotzdem besser an als ein junger Millionär, der die ganze Zeit auf die Kacke macht und dann, ja, die sind hier alle arm. Und so, das klingt schon wirklich ein bisschen zu naiv. So, weißt du? Naja, also für mich ergibt das schon irgendwie Sinn. Also klar, natürlich kann er sich dadurch irgendwie ein bisschen profiliert haben. Aber ich glaube immer an das gute Menschen. Und er ist noch sehr, sehr jung. Und ich glaube, ob das jetzt Fake war oder Marketing, doch echt Marketingstrategie war. Ich glaube, irgendwann später wird er sich daran erinnern und sagen, ey, das war doch eine gute Sache in meiner vielleicht doch so sehr kurzen Karriere, was Trap-Musik angeht. Aber sich dann auch daran erinnert, an die ganzen Tattoos, die er sich ins Gesicht gehauen hat? Ja, das meinte doch hier, wer war das noch? Stretch Armstrong. Stretch Armstrong meinte irgendwie, in 20 Jahren werden die Face-Tätowierer-Remover ein florierendes Geschäft haben. Vielleicht auch schon in 10 Jahren oder in 5 Jahren. Weiß ich nicht. Ja, kann vielleicht alles sein. Oder mal sehen, was die dann alle machen. Dann gehen sie wahrscheinlich in die Modebranche. Aber was zeitlos ist, ist gleich der Song, den ich spiele. Ey Digga, du machst mir mit deiner Überladung ein kleines bisschen Sorge. Was ist los mit dir? Ja, aber ich hab, gelernt, ne? Mir fällt gerade was auf. Ihr hört ja den Beat im Hintergrund, ne? Das ist ja Nas mit Nasdodamus, aber gesampelt von JB's Monorail. Und den Song, den ich jetzt spiele, ist auch von den JB's. Der Song heißt Breaking Bread. Brecht das Brot. Ey, das ist jetzt die dritte Überleitung innerhalb von 10 Minuten bei dir. Ich fiel mir gerade so ich, auf. Ich hör das auf. Kann nicht sein. Es hören die Skills heute einfach aus ihm raus. Aber passt auf jeden Fall. Ich bin raus. Soul-Song, auch mal wieder gut. Nicht immer nur Rap. Jetzt gehen wir vom Trap-Thema wieder zurück zum Soul. Das ist doch mal was. Jetzt wäre es groß gewesen, wenn du einen Trap-Song gespielt hättest. Aber naja, man kann nicht alles haben bei Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. So sieht's aus. Mehr Hits, Baby. Wir sind immer noch bei Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Bow, 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 fire. Und ich muss sagen, wir sind jetzt bestimmt schon über die Hälfte der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir schon verballert haben von unserer heutigen Sendung. Und mir ist das alles zu harmonisch gerade. Echt, wir haben uns noch nicht die Köpfe eingeschlagen. Es wird höchste Zeit, aber in diesem Zusammenhang ist ja immer Verlass auf Bass, der irgendwas liefert, wo es wieder um Grundsätzliches geht. Also, ich hab schon ein bisschen wieder gestichelt gegen Trap und ich glaube, jetzt leg sind los. Wir wieder voll dabei. Leg los, ich höre zu. Leg los? Ey, ich sag einfach nur, we need a new category for today's rap music because this shit ain't hip-hop. Amen, Brother. Ja, Amen. Nico, du hast es ja eigentlich so gewollt, weil du hast uns so ein bisschen so einen Hint gegeben. Du hast uns dieses Thema sozusagen mal zugeschickt. Guck mal, was es da in den sozialen Medien, was da rumgeistert. Weil das ist von einem Dude aus Chicago, der jetzt, behaupte einfach mal, er ist gar nicht so bekannt, ein Autor, der sich seine eigenen Gedanken gemacht hat, was aber sehr viele Likes, es wurde geshared auf den sozialen Medien, es gab Reposts ohne Ende. Und ja, so wie ich schon gesagt hatte, er hat sich so ein bisschen darüber aus, auch so ein klassischer Hip-Hop-Dude, der sich selber so ein bisschen als der Hip-Hop-Bastard und auch so ein Scheuklappen-engständiger, vier Elemente liebender Dude da sich darstellt ein bisschen und sagt so, ey, die Musik, die gerade die Hip-Hop-Welt verkörpern soll, ist kein Hip-Hop. Und hat das mit seinen Worten so ein bisschen runtergebrochen. Ziemlich langer Post von ihm gewesen. Will da auch jetzt auch gar nicht großartig das Ganze vorlesen. Aber er hat eben das eben gesagt, auch wieder, haben wir schon oft darüber gesprochen, dass die Musik, die so läuft, man so ein bisschen vermisst. Ich und Dan reden, man vermisst immer irgendwie diese Verzweigung zu den Elementen, zu dieser Hip-Hop-Kultur allgemein. Warum hat man nicht irgendwie mal wirklich den Arsch in der Hose oder die Industrie? Das kommt ja meistens nicht von der Industrie. Die Künstler, denen ist es ja eigentlich fast egal, wie ihre Musik heißt. So, aber dass man sagt so, ey, das muss ein neues Genre, es ist ein neues Genre. Genauso wie sich Sachen, so Breakbeats in England irgendwie so abgesplittet haben von klassischen Hip-Hop-Producern, die gesagt haben, wir machen keine Hip-Hop-Musik mehr. Wir brauchen irgendwie was Neues, was wir machen. Das ist viel zu radikal für Hip-Hop-Musik. Das ist Breakbeat. Dann haben wir das aus Jungle, Drum and Bass. Irgendwie. So in die Richtung geht das auch, wo man sagt so, ey,
what the fuck, wir brauchen was Neues. Und da hat er sehr viel, komischerweise, sehr viel also nicht komischerweise. Doch, komischerweise schon, würde ich sagen, weil die ja definitiv... Es gab sehr viel Zuspruch auf, natürlich immer. Es melden sich natürlich immer die Nerds und die Hip-Hop-Heads. Also die, es melden sich, glaube ich, weniger Leute, die sagen, nee, Lass Trap ist Hip-Hop. Und ja, das melden sich die, die auch wirklich Ahnung haben, worum es da wirklich geht. Ich glaube, denke ich, für meinen Teil. Es wird sich natürlich nicht der 19-Jährige melden, der sagt, ey, was redest du da? Mein Trap-Hero ist Hip-Hop. Was hast du dazu sagen? Ja. Aber ich bin gespannt auf Nikos Meinung. Ja, alles gut. Ich bin erstmal eigentlich auf deiner. Aber gut, ihr seid ja im Prinzip dabei der Leichen. Ich kann ja den Impuls davon verstehen und ich finde diesen Gedankengang ja auch gar nicht so doof. Ja, aber? Sehe halt immer noch nicht, dass automatisch da durch die Musikform, aber da drehen wir uns ein paar hundertmal im Kreis, dass dadurch eine pauschale Abkehr von der Kultur tatsächlich stattfindet, weil es auch genug Drum-and-Bass-Künstler gibt, die trotzdem durch und durch Hip-Hop sind. Naja, er hat so ein paar Vergleiche und so ein bisschen was gefunden. Und es waren so immer so Ansätze, hier gesagt, ne? So ein brasilianischer Funk, hat er gesagt, kannst du auch nicht Polka nennen, so, ne? Als Beispiel. Er hat aber auch ganz klar gesagt, es gibt auch in den 90ern, in der klassischen Boom-Bap-Era, gab es auch genug Rapper, die eigentlich nichts gesagt haben. So, die auch nur drauf losgerappt haben, ohne großen viel Inhalt. Ne? Wie er sagt, so, da kann man gerade mal so einen Kaffeebecher füllen mit Intelligenz, aber trotzdem haben sie Millionen verdient in den 90ern, so wie heute auch. Aber er hat so mit Drake und Kendrick und so hat er so verglichen, das sind für ihn wirkliche Lyricists und Texter, Dichter in seinen Augen. Das sind für ihn die Leute der Neuzeit, die den Hip-Hop, die Hip-Hop-Musik verkörpern. Ey, und da wird's lustig. An der Stelle wird's wirklich lustig. Aber wie gesagt, wenn ich euch vor 3 Jahren Drake vorgespielt habe, dann kriege ich heute noch da ein lautes Lachen. Naja, und jetzt ist hier ein Dude, der eure Theorie vertritt. Das sollte man und packt einfach mal Drake auf die gleiche Seite. Der schiebt ihn auf eure. Der ist jetzt einer von euren Soldaten. Der hat ihn jetzt natürlich, was den textlichen Inhalt angeht, so, ne? Also ich glaube, was musikalisch, jetzt für uns, wenn wir erstmal von musikalischer Seite aus betrachten, sind wir bestimmt auch noch nicht so richtig auf Kendricks oder Drakes Seite. Premier meinte, dass Drake spitten kann, so wie früher. Aber, das meint er meiner Meinung, aber keine Ahnung, was er meint. Aber, also Rap-Skills will ich Kendrick und Drake gar nicht abschreiben. Aber also, man schießt sich ja, oder man bekämpft sich immer den eigenen Waffen. Wenn man jetzt auf einmal das musikalisch wieder ins Thema bringt, darum geht es ja gar nicht, es geht ja um den Spirit. Ja, für uns. Hip-Hop Mindstate. Ja, das natürlich. Mindstate ist ja der Mindstate, der Spirit, also wie zum Beispiel der Dude, Dustin G. Seibert aus Chicago. Also, wenn wir auf das Thema zurückgehen, das, was die Spreu vom Weizen trennt. Also, dass die Skills, auch die Skills, wie und was du rappst und nicht einfach nur irgendwie belanglose Wortfetzen irgendwie mit einem komischen Delay oder Autotune-Effekt vor sich hin brüllen und schon hast du einen Hit irgendwie. Bei dem Thema beschränken wir uns ja auch wieder auch nur auf das Thema Rap. Es geht ja eigentlich nicht um die Hip-Hop-Kultur allgemein, sondern einfach nur um das Thema Rap. So, ne? Das darf man ja nicht auf Hip-Hop weiter ausbreiten. Nee, voll. Ich glaube, ich bleib aber auch nach wie vor in einer groben Theorie dabei, dass es auch früher genug Jungs gegeben hat, die nichts mit 4 Hip-Hop-Elementen oder einem gewissen Mindstate zu tun gehabt haben, sondern auch einfach nur gerappt haben, weil sie rappen wollten. Die gibt's heute, die gibt's damals, die gibt's immer und heute haben sie nur bunte Haare und Gesichtstattoos, wir wollen was euch nicht, ein bisschen mehr das Feindbild klarstellt. Ja, wir wollen sie auch nicht vom Platz, hatten wir schon mal das Ding mit Murs, wer sich dran erinnert. Ja, genau. Es gibt für alles seinen Platz, jeder bekommt seinen Platz, jeder soll seinen Platz bekommen. So. Aber ich kann es komplett nachvollziehen, dass so wie sich das hinentwickelt, muss es einen anderen Namen haben. Aber weißt du, was ich daran ganz spannend finde? Also ich finde, nee, muss keinen anderen Namen haben. Punkt. Nee. Ich finde, der Trap hat sich schon irgendwie von alleine selbstständig gemacht. Also finde ich, weil die Leute, die sagen, sie machen Trap, sagen nicht, sie machen Hip-Hop. Also für mich ist das eher so ein Industrieding, so ein Marketing-Ding, dass sie es immer wieder in diese Hip-Hop-Schiene rein. Das hatte ich auch gesagt. Das sind gesagt, die Trap-Künstler oder die Mumble-Künstler, wie auch immer, das sind, glaube ich, nicht die Initiatoren, die sagen, wir sind Teil der Hip-Hop-Kultur. Ey, mir wird von Promotern immer jeder zweite Singer-Songwriter heute so verkauft, dass er ja auch in seiner Jugend mal eine Hip-Hop-Zeitschrift auf dem Klo liegen hatte oder so. Und deshalb, die Backstreet vielleicht? Ja, deshalb ja auch irgendwie thematisch bei uns reinpassen könnte. Also den Bogen kannst du ziemlich breit spannen, aber ich finde halt auch, dass gute und schlechte Musik nicht Indikator dafür sind, wie viel man Hip-Hop ist. Es gibt genug, die ganz schön wack sind und es soll auch wack bleiben und trotzdem mehr Hip-Hop sind als die Super-MCs. Aber es ist halt nicht nur Musik, es ist wirklich eine urbane, eine Subkultur, die da irgendwie. Ja, aber da gehören sie am Ende trotzdem alle mit rein. Punkt.
Aber da wären wir uns, glaube ich, auch nie ganz einig. Ich finde aber, und das ist der entscheidende Faktor an dem Ding hier, ist super spannend, dass die Diskussion darüber immer größer wird. Das kommt, diese Einschläge kommen von überall. Es fängt an mit hängengebliebenen Boom-Bap-Nazis, die ganze Zeit versuchen, hier Fahne zu schwenken und irgendwie sich alle gegen alles wehren. Rakim, Easy Mo B, Pete Rock, die. Ja, es kommt einer anderen, nach dem anderen. Alle kommt, anderen ja auch, die sagen es ja noch nicht alle. Also, ja, es kommt aber einer nach dem anderen. Und das ist immer ein bisschen die Frage, sind es einfach nur traurige, verbitterte alte Männer, die alle keine Bedeutung mehr haben, oder haben sie recht? Und die Antwort, die werden wir wahrscheinlich nie finden. Das ist halt schwierig zu sagen, das ist Hip-Hop-Musik. Ne? Also auch in der Rockmusik gibt es auch gibt schon so einige Subgenres. So, ne? Das, wo man sagt, so, warum kann man das nicht irgendwo ein bisschen mehr katalogisieren? Ja. So? Ey, ich bin Meister Yoda. Und das ist mein Padawan der Überleitung. Überleitung? Jetzt fällt mir gar noch was ein. Ich dachte, du wolltest gerade eine Überleitung machen. Ja, ja, warte. Aber eine Sache muss ich noch ganz kurz loswerden. Ich finde ja, wenn du es mit diesem Subgenre, schweres Wort, so machst, dann hätten wir auch gar kein Problem damit. Für uns ist es immer so ein Ding, wieso schmeißt das in die gleiche Box wie Hip-Hop? Und das ist unser eigentliches Problem. Aber nochmal kurz zu deiner Ausführung, dass wir uns da immer im Kreis drehen. Vielleicht. Im nächsten Monat, wenn wir in New York waren. Vielleicht wird sich das ändern. Oder wir kriegen die völlige Keule. Die Keule sagen so, scheiße, was läuft denn hier ab? Nächsten Monat sind wir in New York. Ja, ist auch. Und dann sind wir auf den Spuren der Originators. Ja, aber genau, aber das ist ja. Ich sitze ja in dem gleichen Bus wie ihr. Nur ich gucke aus dem Fenster raus. Bei mir sind die Scheiben nicht zugetaggt. Ja, warte erstmal. Oh, ja, ich glaube, warte mal ab nach dem Trip. Vielleicht ändert sich deine Sichtweise. Was den modernen Kram angeht und dass du denkst, das ist nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Weil ich da an euch, im Gegensatz zu euch, immer open-minded und ohne Grenzen denke. Denn das ist das, was für mich Hip-Hop ist. Hip-Hop ohne Grenzen. Und, ja, und ihr, ja genau, Hip-Hop ohne Grenzen. Der Karneval der Kulturen. So war doch mal eine Jam, hieß auch so. Ja, genau. Der Karneval der Kulturen. Den ihr auf. Und bei euch ist halt, ihr möchtet ganz gerne, dass halt schon links und rechts die Bürgersteige sauber bleiben und dass man da nicht drauf tritt. Man sollte schon gucken, wie die Avenue heißt. So, ne? Also gucken. Ja, zumindest genau, bleiben unsere Bürgersteige sauber vor unserer Tür. Und genau, mehr können wir nicht machen. Und genau das ist mir halt zu spießig. Egal, so, wir spielen jetzt Musik, komm, lass uns ein neues Thema anfangen. Hip-Hop-Spießer, wir sind Hip-Hop-Spießer. Auch okay. Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper. Da wir ja die 90er lieben, spielen wir. Könnt ihr nicht jetzt Tobi und das Bo spielen mit Hip-Hop-Clowns und Party-Rapper? Nee, ich hab nur morgen geht die Bombe hoch. Ja, von mir ist auch das, weil die aber auch damals ja schon die gleiche Diskussion. Das war ja auch schon zu weit, was die gemacht haben. War ja schon eine Katastrophe, was die damals haben. Ich hoffe, wenn haben. Wir in New York sind und einen Videopodcast machen, nicht, dass wir irgendwie uns vor einen. Wieso machen wir einen Videopodcast? Wer sagt das denn? Vor ein Rehwok-Bild stellen. Das wäre ein bisschen. Ich habe schon Chips gegessen, Entschuldigung. Ich versuche, die Bildrechte vorher zu klären. Aber wir müssen Mikrofone mitnehmen, das müssen wir noch irgendwie klären. Ja, da kriegen wir alles hin. Ja, gut. Ja, einer von euch nimmt so ein Handgepäck, meinst du es voll? Ich habe eine App drauf auf dem iPhone, kein Problem. Apathy. Ich und B-Ray und sein TH. Apathy. Wen hören wir? Apathy. Apathy. Ist der nächste Song. Klingt ungefähr so, wie ich für Chips esse. Old Boom Bap, ne? Apathy. Dann heißt genau, in der Apathy Radio Mix Version. Es gibt auch noch eine Self-Titled Version. Aber ich finde die ein bisschen funky. Es ist wieder so herrlich nerdig hier. Bis gleich bei Love and Hate. Backspin, Love and Hate mit Nico, B-Bass und 12 Finger Dan. Yeah. Warum macht ihr das eigentlich immer so rum? Das machst du jedes Mal. Ja, wir wechseln gern die Stellung. Ja, aber... No homo. Das bedeutet immer so, welche Stimme gehören jetzt zu wem? Das ist hier CI-Arbeit, ne? Man muss klar machen, mit Nico. Ja, die Leute wissen doch, mit wer Nico. Immer Blödsinn quatscht. Mit Nico. Nico, 12 Finger Dan. And... Boogie Down Bass. Das genau. Bin ich. So, siehst du. Jetzt die Frage, heißt er jetzt Dan oder Bass? Wer ist er jetzt? Diese Frage werden wir nicht mehr geklärt kriegen heute im Laufe des Tages wahrscheinlich. Und ich habe hier eben in der Zwischenpause so ein bisschen die leicht frustrierten Stimmen von der Seite gehört, dass hier zu wenig die Körper eingehauen werden. Aber man muss auch manchmal einfach mal recht relaxte und auch so würde ich sagen, so vom Level her recht durchschnittliche Sendungen machen, in denen es einfach mal um ein bisschen Austausch geht, ohne dass wir uns hier gleich immer die Körper einhauen. Denn am Ende einigen wir uns ja dann doch, dass wir alle traurig sind. Und wir ja. Oh ja, genau, trauriges Thema. Craig Mack ist verstorben. Viel zu früh. 46 wurde er nur. Das ist schon krass, oder? Von, ja. Ey, Digga, die Einschläge kommen näher. Wie alt bist du? Boah, ich bin 48, so eine Scheiße. Ja. Aber die 49 nicht mehr weit.
Und naja, das ist schon echt traurig. Also naja, man sollte da nicht in so eine Depri-Stimmung fallen, aber trotzdem, wenn man hört, dass jemand verstirbt mit 46 und man selber ist man ja auch so in diesem Alter und sagt so, scheiße, ne? Was so langsam trifft man sich nicht zu einer Hochzeit, man trifft sich zu einer Trauerfeier irgendwie und sieht man seine alten Dudes wieder. Das finde ich halt echt unangenehm, ne? Aber vor allen Dingen, weil ich auch merke, alles Musik ist, mit der ich groß geworden bin, die mich sozialisiert hat und jetzt geht so einer nach dem anderen davon leider weg. Ich weiß aber zum Beispiel gar nicht, woran er gestorben ist. Wisst ihr das? Ich glaube, das ist noch nicht klar. Nee, ich glaube, da gibt es auch noch keine offizielle, kein offizielles Statement zu. Genau. Egal warum, weshalb, wieso, ne, wollen wir nichts Böses denken oder keine Ahnung, natürlich, ein, wer weiß, Krankheit, irgendwas, aber 46 ist einfach zu früh, fertig in der Haus. Er war echt guter Rapper. So. Ist es denn für, ja, wollte ich gerade sagen, ist er denn für euch, oder beschreibt mir mal den Status von Craig Mack für euch. Ja, der war auf jeden Fall eine Ikone bei Bad Boy, ne? Das mit Puffy, dass er so erfolgreich war, hat er auf jeden Fall auch einen Teil von Craig Mack zu verdanken. Flavor Nier ist ja voll durch die Decke gegangen. Das war der erste Song, ne? Ich glaube, der erste Release, oder? Von Craig auf Bad Boy, Bad glaube Boy ich schon. Oder ja, Bad Boy, ich glaube, Bad Boys erster Release auf dem Label könnte sogar, glaube ich, Craig Mack gewesen sein. Ja. Also so ein Schub, den ersten Schub der Rakete, Bad Boy-Rakete, hat Craig Mack gemacht. So. Und ich habe mal schon vor längerer Zeit, bevor er verstarb, habe ich so eine kurze Doku mal irgendwo gesehen, wo Easy Mo B so ein bisschen erzählt hat, wie er den Beat gemacht hat und so. Und dann meinte er, dass Craig Mack den eigentlich gar nicht haben wollte. Dass Puffy ihn so ein bisschen dazu gezwungen hatte, hier mach mal, nimm mal das Ding und mach da mal ein Brett draus. So. Puffy wusste wahrscheinlich, dass er sofort ein Remix mit Biggie und wer war da noch bei? Biggie, warte, ich lese mal vor, weil ich spiele nämlich gleich. Okay. Rampage, LL Cool J, Busta Rhymes und warte. Ich glaube, ich spiele, wenn ich im Club oder so das Ding mal auflege, ja, spiele ich immer die Ur-Version. Ich habe so eine geile geremixte Version, wo noch so ein Ich finde aber auch die Ur-Version besser. Diese Remix-Version, die nervt mich ein kleines bisschen. Ja. Da fehlt mir immer so, das ist so ein Song, der ist so ein Instant Classic. Ist er damit aber nicht One-Hit-Wonder? Also, na, er hat ja zwei Alben, aber Nico, ja, wo du das ansprichst, ich wollte gerade auf den gleichen Zug aufspringen. Man macht ihn so, man macht Craig Mack doch tatsächlich, glaube ich, okay, wir sind vielleicht nicht so ganz nah dran da in New York in dieser Geschichte, man macht ihn so ein bisschen an diesem einen Song fest, glaube ich, ne? Ja, würde ich halt so sagen. Also, ich wüsste aber jetzt aktuell so der, ne, also keinen zweiten, der mir sofort in den Kopf schießt. Kann mir eh wenig Sachen merken. Da kann ich euch auf jeden Fall mein Best of Craig Mack empfehlen, was ich vor zwei Wochen veröffentlicht habe. Da habt ihr alle Banger drauf. Auf jeden Fall wesentlich länger und besser als das Little Yachty Best of vom letzten Jahr. Ja, und ich habe vor ein paar Tagen noch eins veröffentlicht. Pünktlich zum 1. April. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das mal nochmal aus. Ich freue mich drauf. Ich sag's jetzt nicht, aber alle. Ich hab's noch nicht gehört, aber ich freue mich drauf. Ja, die richtigen werden das schon. Ich habe auch das Craig Mack Best of noch nicht gehört, aber das ist halt so das Schöne und deswegen mag ich auch diese Mixtape-Serien von Dana immer so gerne. Weil's, und da hast du jetzt ja mittlerweile schon 70, 80 Folgen gemacht, Alter. Ja, ich bin bei 82. Schon so auch echt ein paar Oldschool-Legenden nochmal ganz gut zusammengeführt. So. Weil ich muss auch sagen, früher, also es auch, hängt noch ein bisschen mit der Zeit zusammen, weil früher man sich schon intensiver mit Musik beschäftigt hat, aber trotzdem dann ein paar super Hits hängen geblieben ist und deshalb ist Craig Mack für mich halt Flavor in the Ear. Und deswegen haben wir den Song auch, oder? Genau. Ist Dan so langsam unser Tony Toker der Mixtape-Serie? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich aufs 100. Darf ich mir das Thema aussuchen? Ja, darfst du. Okay, dann nehme ich. Nee, oh, dann nehme ich. Ich bin aufgeregt. Vergiss es. Ich bin aufgeregt. In der nächsten Woche. Ja, ich spreche nochmal darüber. Genau, ich überleg. Oh, Best of DJ Premier. Das passt sogar zu dir. Ja, ist klar. Gut, mach ich. Danke. Krieg ich hin. Okay, Sendung ist vorbei, oder? Sendung ist vorbei, wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns nochmal schnell Flavor in ihr reinhauen. Machen wir. Ich danke euch beiden, das war mir viel zu harmonisch heute. Aber das ist so nach den Ostertagen auch eine Sache, die man mal so durchgehen lassen muss. Insofern auf jeden Fall. Freue ich mich auf die nächste Sendung mit euch. Was machen wir demnächst noch so? Ich glaube, Bass ist nächste Woche wieder dran, wenn er will. Sonst mache ich was. Okay. Was auch immer. Und irgendwann heißt es wieder Love and Hate. Machen wir vor New York noch eine Love and Hate eigentlich, ja, ne? Ja, du, natürlich. Und dann machen wir in New York eine Love and Hate. Können wir machen. Und da gibt's dann auf die Fresse. Also, bis dahin, macht's gut, ich hab euch lieb. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao. See ya. Mehr Hits, baby. Mehr Hits.